Hallo Leute, ciao von André Unger. Kryptowährungen. Manchmal fragt man, ob ich auch Bitcoin und andere Kryptowährungen in meinem Handel habe oder ob ich Systeme habe oder generell, ob ich Ausbildung anbieten kann auf Kryptowährungen. Warum sind die Leute so interessiert an Kryptos? Letztendlich glaube ich, dass die großartige Performance, die wir gesehen haben in den letzten Jahren auf Bitcoin meistens, macht diese ganze Geschichte sehr geil. Ich meine, die Leute sind natürlich aufgeregt, weil sie diese große Möglichkeit von Gewinnen sehen und die denken, dass es ist nur notwendig, einfach in diesen Markt zu springen, damit man auch so viel verdienen kann. Und das ist natürlich falsch, aber auch sitzen und nur anschauen, was passiert, bringt auch kein Geld, das ist klar. Mein Ansatz ist automatisiert. Also du weißt, wenn du auf diesem Kanal bist, ich bin ein automatisierter Händler. Das heißt, alle meine Trades kommen von Trading-Systemen, die ich selbst programmiere und dann einstelle. Am Moment habe ich noch nicht besonders viele Systeme auf Kryptowährungen. Wieso nicht? Weil dieser Markt ziemlich jung ist. Jung bedeutet, dass er keine langfristige Historie von Daten hat. Ich brauche die Daten, die historische Daten von dem Markt, damit ich Systeme bauen kann. Ohne diese kann ich nicht kontrollieren, ob meine Idee auf diesem Markt funktioniert oder nicht. Heute sind wir zu einem Zeitpunkt gekommen, wo es vielleicht genug gibt. Und ich habe in der Tatsache auch angefangen zu entwickeln auf Kryptos. Soweit habe ich erst nur auf dem Bitcoin Future gehandelt. Und meine, ich hatte da drei Systeme. Zwei sind ein gleiches Muster, ein drittes ist ein Intraday-System. Die haben so und so funktioniert. Ich habe in halbes Jahr 2019 ungefähr ein Break-Even erreicht, also nicht besonders, weil ich sehr viele Fehler gemacht habe. Also im Live-Trading habe ich dann entdeckt, dass es andere Kleinigkeiten gibt, die aber dann teuer sein können. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass am Samstag und Sonntag geht manchmal sehr viel los auf dem Markt. Aber die Futures sind geschlossen auf Samstag und Sonntag. Ich habe gesehen, dass es bestimmte Momente am Tag gibt, wo, obwohl man Bewegungen auf der Chart sieht, gibt es zu wenige Volumen, dass diese Bewegungen wirklich effektiv werden. Und in diesem Zeitraum in den Markt einzusteigen, ist nicht immer die beste Lösung. Ich habe ziemlich viele Sachen entdeckt und diese sind alle für mich eine Ausbildung natürlich. Jetzt. Ich weiß jetzt mehr. Aber wenn jemand gekommen ist und hat mich gefragt, kannst du mich auch helfen hier auf Bitcoin Futures? Sobald ich ihm den Markt gezeigt habe, hat er sofort gesagt, oh, das ist aber ein teurer Markt. Und in der Tat, Margins für Bitcoin sind über 100.000 Euro. Ein Bitcoin. Also, das ist nicht für alle natürlich. Und das kann Probleme geben. Also, am besten sollte man noch an den echten Kryptowährungen denken und nicht an Future. Weil auch die CFDs, die einige Anbieter sind nicht so billig. Nicht so billig, vielleicht nicht das Margin, aber nicht so billig als Spread und so weiter. Aber denken wir an den offiziellen. Auf den offiziellen, es gibt mehrere Märkte, wo man die Kryptowährungen handeln kann. Dort gibt es einige, die auch wesentlich teuer sind. Teuer bedeutet die Kommissionen, ein bestimmtes Stück von Bitcoin zu kaufen, sind hoch. Hoch, sodass auf kurzfristiges Trading diese Angebote gar nicht funktionieren können. Da muss man langfristig arbeiten oder mittelfristig mindestens. Sodass unser durchschnittliches Gewinn, durchschnittlich wie gesagt, sollte mindestens alle hohe Gebühren decken. Aber was funktioniert hier? Hier funktioniert noch Trend Following. Diese Märkte sind frisch und stark und die bewegen sich wohl, wenn man mal richtig einsteigen kann. Wie richtig? Die normale, wenn jemand das kennt, Opening Range Breakout oder diese Ansätze, wo man einfach einen Breakout handelt, die funktionieren wohl. Meine Strategie war ziemlich einfach. Ich hatte Tagesmarken benutzt. An der Close von einem Tag habe ich
addiert und abgezogen, das ist ungefähr 70% vom Range von dieser Bar. Und das waren meine Einstiegspunkte. Falls die Kurse so weit gehandelt hätten am nächsten Tag, dort wäre ich eingestiegen. Und das funktioniert. Du kannst es selbst testen, das funktioniert, das bringt schon Gewinne. Ich fange jetzt an, diese Strategien ein bisschen, nicht kompliziert, ein bisschen sauberer zu bauen, sodass ich auch eine schönere Equity Line bekommen kann. Die war im Profit, aber die war ziemlich zerstört. Das verstehst du auch, wenn man immer nur wartet, bis die Preisbewegung so groß ist in einer Richtung, dann kann man auch in einem Trade sein, der schön im Gewinn ist, aber man gibt sehr viel ab, wenn dieser Trend sich ändert. Und dann wartet man, bis die Bewegung breit genug ist. Und das ist nicht immer gewöhnlich, aber ich arbeite dran und es kommt schon. Wo konzentriere ich mich? Nach dem Volumen im Kryptomarkt selbst würde ich sagen, Bitcoin natürlich, Ethereum, Ripple und Litecoin. Das sind die einzigen, die im Moment für mich interessant sind. Die anderen können vielleicht schön aussehen, exotisch oder was, aber für meinen Ansatz bringen die anderen im Moment nichts. Ich studiere nämlich nicht, was dahinten steht. Ich schaue mir nur die Bewegungen an, die ich machen kann, und die nutze ich für meine statistische Kalkulationen. Warum habe ich jetzt entschieden, mich fleißiger daran zu arbeiten? Eigentlich, Multicharts bietet heute einige historische Daten an, frei. Und das hilft natürlich für meine Research. Und deswegen habe ich gedacht, es ist Zeit gekommen, mich da etwas fleißiger hinzusitzen. Aber was wäre dann, hätte ich einige gute Strategien gefunden. Mehrere gute Strategien. Zwei oder drei sind für mich nicht genug. Dann muss ich auch auf jene Märkte arbeiten. Also ich muss dort Trades senden. Ich kann nicht auf meinem Interactive Brokers Konto spielen. Ich muss dort handeln. Und da muss ich jetzt mich überlegen, ich habe Kontakt mit einem Programmierer, der in meiner Akademie auch arbeitet, und mit dem werden wir dann ein Bridge studieren, damit wir von Multicharts handeln können, aber die Orders an den Kryptomärkten senden können und dann als Rückgabe die Antwort vom Markt bekommen. Das heißt, Order Filled, Order Pending, Order Rejected, alle diese Sachen, die man wissen muss, sodass man kontrollieren kann, was in unserem Portfolio passiert. Das war es ungefähr. Kryptowährungen sind für mich eine andere Möglichkeit, um zu diversifizieren. Die sind nicht notwendig. Die sind nicht notwendig für dich, wenn du nur ans Geld denkst. Glaub mir, es ist nicht so einfach, wie man denken kann, nach den Performances. Weil die Tatsache ist, dass wir, ich meine, ich sicher, aber vielleicht du auch, wir wissen nicht, was da passieren wird. Wir wissen nicht, ob Bitcoin noch steigen wird, wohin, wann es ein Top-Niveau erreicht hat. Wir wissen nichts. Wir haben also selbst von unserem Wissen keine Möglichkeit zu reagieren, wenn etwas passiert. Und wenn man da sitzt und vielleicht nicht weiß, was man machen soll, das ist nicht einfach zu handeln, das weißt du auch. Also mit meinem Ansatz kann ich wohl etwas bauen, den ich gemütlicher arbeiten kann, weil ich statistisch schon wissen kann, was passieren soll, wo ich keine mehr Entscheidungen treffen muss, weil alles schon kodiert ist, und das werde ich versuchen. Ich werde dich auf dem Laufenden halten, sodass du wissen wirst, ob ich letztendlich etwas gefunden habe. Du schreibe hier, ob du dich auch mit Kryptowährungen beschäftigst und welche eventuell und wieso diese, die du gewählt hast, das ist auch interessant zu wissen. Und wenn du einige Tipps hast, dann bin ich da zu hören, das interessiert mich für sicher. In der Zwischenzeit abonniere meinen Kanal, sodass du wissen wirst, wenn in der Zukunft eventuell ich dir etwas mehr erzählen werde über diese Krypto-Entdeckungen, die ich vielleicht machen werde. Und kannst auch wissen, das ist mein Anfang in Kryptos, was mein Anfang im Trading war. Bei dem E-Book Erfolgreich traden, so geht's, das kannst du hier an der Trading Wettmeister .de Webseite gratis runterladen und kannst du lesen, was mir passiert ist am Anfang. Das war's.
Wir treffen uns nächstes Mal wieder. Ciao von Andrea Unger, ciao aus Italien.